Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Michael Brie, ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe heute mir einen eigenen Wunsch erfüllt, indem die Rosa-Luxemburg-Stiftung Ellen Meixins-Wood eingeladen hat. Eine der, sonst wären ja nicht so viele da hier, eine der bekanntesten marxistischen Theoretikerinnen, die es meines Erachtens auf diesem Globus überhaupt gibt. Sie kommt aus einer jüdisch-sozialistischen Familie, Immigranten in die USA. Sie wurde geboren, habe ich nur Wikipedia geklaut, um die Quelle anzugeben, ein Jahr nachdem ihre Eltern in den USA zum Glück heil angekommen sind. Und ich möchte daran erinnern, heute ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung, und viele, also das kann ich auch von meinen Eltern sagen, haben überlebt, weil es diesen Tag gegeben hat. Ellen Meixins-Wood hat in Berkeley und Los Angeles studiert. Das ist sicherlich auch beneidenswert, auch in einer sehr interessanten Zeit in den 60er Jahren. Hat dann gearbeitet sehr lange an der York University in Toronto. Hat, das kann man auch, wer sie nicht alle gelesen hat, auf jeden Fall entnehmen, eine ganze Reihe von absolut zentralen Büchern im aktuellen Marxismus geschrieben. Für eines dieser Bücher hat sie auch den Isaac-Deutscher-Preis bekommen, nämlich Retreat from Class, eine sehr scharfe Analyse des in ihren Augen Verfalls des Marxismus in den 70er und 80er Jahren. Ich möchte auch verweisen auf dieses Buch, das hier auch käuflich erworben werden kann. Das ist, glaube ich, auch das einzige Buch, das bisher auf Deutsch erschienen ist. Darf aber ankündigen, dass der Leica Verlag aus dem privaten Vermögen des Verlegers Willi Beer 5 weitere Bücher von Ellen Meixins-Wood in den nächsten Jahren, also dieses und nächstes Jahr, veröffentlichen wird. Sie war Herausgeberin der New Left Review und der Monthly Review und ist Mitglied, in dem Falle steht das dann das Royal für was Positives, Mitglied der Royal Academy von Kanada. Also wie gesagt, eine der ganz großen Marxisten, und ich mache nur eine kurze Vorbemerkung, ich habe nun wirklich mittlerweile fast alle Hauptwerke gelesen. Das ist für mich eine sehr prägende Erfahrung gewesen, jemand, der derart, deswegen wollte ich Sie auch unbedingt einladen und direkt auch kennenlernen, und hier, dass sie hier eine Rosa-Luxemburg-Lecture hält, eine der ganz präzisen, stringenten Denkerinnen, denen ich überhaupt bisher begegnet bin. Ellen, Sie schreiben in Ihrem Buch hier etwas über Edward P. Thompson, das in gewisser Hinsicht fand ich zumindest auch ein Leitfaden Ihrer eigenen Anstrengung der Begründung eines politischen Marxismus, das ist ja der Terminus Political Marxism, geworden ist. Sie schreiben, dass Thompson dazu beigetragen habe, historischen Materialismus, ich habe selber historischen Materialismus gelehrt, glaube aber nicht unbedingt, dass es mir möglich gewesen ist, damals das in dieser Weise zu machen. Sie schreiben, dieser historische Materialismus oder dieser originäre Marxismus sei eine Form des Lernens oder Wiederlernens, wie man in nicht kapitalistischen Formen denkt. Also die Fähigkeit, und das, glaube ich, macht Ihr Werk aus, Sie versuchen, die gesamte Geschichte des theoretischen Denkens aufzuarbeiten, auch in Ihrer Sozialgeschichte des politischen Denkens. Wie kann man nicht kapitalistisch, antikapitalistisch denken? Also ich bin sehr gespannt, und ich glaube, wir alle auf den Vortrag, die Rosa-Luxemburg-Lecture. Ziel dieser Reihe ist es ja, Vertreterinnen linken Denkens, linker Kunst hier nach Berlin zu holen, in das Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch im Geiste Rosa-Luxemburgs. Well, first of all, I obviously want to thank Misha for his very generous words. I think I caught them all. It's a great pleasure for me and a distinct honor to, I can't think of anybody whose name I would rather be giving a lecture under than Rosa Luxemburg. I wish I could take credit for having more in common with her than just being a female Jewish Marxist, but at least I think I can say that I'm working in her tradition in the sense that I look upon socialism not only as the antithesis of capitalism, but as the highest form of democracy. And that is the spirit in which I want to talk today.
Sorry, Lars, I mean, we have to do this. Ja, vielen Dank, Micha, für deine sehr zuvorkommenden Einführung und Worte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles verstanden habe, ich denke doch. Freue mich sehr darüber, heute hier auf der Rosa-Luxemburg-Lecture zu sprechen, wenngleich ich auch nicht den Anspruch erheben kann, vollständig in ihren Fußstapfen zu treten, denke ich doch, dass zumindest ich in der Linie, was die Herkunft als feministische jüdische Marxistin angeht, ich mich als in ihrer Traditionslinie arbeitend begreifen kann und zumindest auch eine Ähnlichkeit darin sehe mit ihrem Werk, dass ich den Sozialismus nicht nur als Antithese, als das Gegenteil des Kapitalismus begreife, sondern als die höchstentwickelte Form der Demokratie, die es zu entfalten gilt. And that brings me to the title of the lecture, which, as you will have noticed, is Democracy Against Capitalism, which also happens to be the title of the book which Misha displayed. And I should say that I was asked to speak on this topic and that I was a bit hesitant because this is an old book and I've written and talked about this so many times. I'm afraid that I'm going to bore everybody silly, but I'm hoping at least to introduce some surprises, even if it requires my apparently contradicting myself. Ja, und damit kommen wir zum Titel meines Vortrages, der ganz offensichtlich dem des Buches entspricht, das Micha gerade vorgestellt hat, nämlich Demokratie gegen den Kapitalismus. Als ich gefragt wurde, dass ich zu diesem Thema doch bitte sprechen möge, war ich ein wenig zurückhaltend, denn schließlich ist dies ein altes Buch und ich habe schon sehr viele Male dazu gesprochen und hoffe, dass ich euch hier nicht langweile, sondern vielmehr, dass ich euch ein paar überraschende neue Wendungen, die auf oberflächlich betrachtet vielleicht als Widersprüche auch zu meiner ursprünglichen Position verstanden werden können, es aber letztlich nicht sind, euch hier präsentieren kann. I should have added that I was told a long time ago that people are generally invited to lecture about things they've already said and very seldom lectured to talk about anything new. But anyway, I will try to say something slightly different. Lars, maybe you want to stop me when each time that's fine. I'll give you a sign if it's too long. Okay. That's fine. Vielleicht hätte ich noch anfügen sollen, dass ich schon vor langer Zeit natürlich gesagt bekommen habe, dass Leute im Allgemeinen eingeladen werden, um über das zu sprechen, zu dem sie schon viel geschrieben haben. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, hier ein paar neue Gedanken mit einzuführen. I want to start with one of the arguments that's being made about the current situation in the EU and elsewhere in the advanced capitalist world, which is that the crisis is rooted in the contradictions of something called democratic capitalism. I don't know if you're familiar with this argument, but you may be because it comes from one of your countrymen, a co-director of the Max Planck Institute, Wolfgang Streeck. I'm not sure what kind of attention he's getting here in Germany, but his argument does seem to be making the rounds elsewhere. For instance, the New Left Review has been giving Streeck a lot of favorable attention, which, frankly, I find a bit puzzling. but anyway, I'm going to say a little bit about him because it seems to me that his argument is symptomatic of a larger problem in our understanding of the relation between capitalism and democracy. So I'll start with just a few comments on it and then proceed with my own argument. Ich möchte meinen Vortrag hier beginnen mit einer Argumentation, die in der gegenwärtigen Situation der EU, aber auch in anderen Orten im Allgemeinen Widerhall findet und die im Wesentlichen
darin besteht, zu argumentieren, dass die Krise ihre Ursache im demokratischen Kapitalismus hat. Dies ist ein Argument, das von einem Landsmann von euch, Wolfgang Streeck, dem Vizedirektor des Max-Planck-Instituts in Köln, häufig vorgebracht wird. Und ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit es hier in Hamburg, in Deutschland bekommt. Natürlich in anderen Orten zumindest kann ich mit Sicherheit sagen, dass es sehr aufmerksam wahrgenommen wird. So zum Beispiel hat er sehr viel Aufmerksamkeit in der Zeitschrift New Left Review bekommen, was mich etwas verwundert hat. Aber ich möchte hier sozusagen einsteigen mit dieser Diskussion über das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Demokratie und Kapitalismus. Streeck's argument sounds fairly straightforward. It starts by suggesting that democratic capitalism contains a fundamental contradiction, which is the source of capitalist instability and crisis. The contradiction is a simple one. Since democratic governments have to rely on electoral support, they have to make concessions to their electorates. And these concessions mean that governments regularly take actions which are contrary to the demands of the market and capitalist profit. Streecks Argument scheint im ersten Anschein sehr offensichtlich zu sein. Es legt nahe, dass der Begriff, die Figur des demokratischen Kapitalismus, dass dieser Figur ein wesentlicher, ein grundlegender Widerspruch innewohnt, der die Quelle der kapitalistischen Instabilität und Krise ist. Der Widerspruch ist sehr einfach, da eben demokratische Regierungen gezwungen sind, abhängig sind von Wählerunterstützung, müssen sie entsprechende Zugeständnisse ihren Wählern gegenüber machen. Und diese Zugeständnisse bedeuten und führen dazu, dass Regierungen regelmäßig Handlungen und Entscheidungen treffen, die den Anforderungen des Marktes und der kapitalistischen Profit widersprechen. Now, this may sound like a familiar argument, and in some ways it is. So let me just be clear about what's new in it. There have been lots of arguments in the past, and I'm sure you're familiar with them, that attribute crises of profitability to the strength of trade unions, class struggles, wage demands, inflexible labor markets, and so on. And there's been lots of debate about how this affects the economy in general, which I won't repeat here. Lots of people, even on the left, have used this as an argument for urging workers and trade unions to make concessions to capital in times of crisis or to avoid crisis by making their economies more competitive and so on. In fact, the idea of so-called progressive competitiveness was essential to the Third Way, to New Labour in Britain, to Agenda 2010 in Germany, and in general to the neoliberal shift of social democracy. Das scheint ein sehr gängiges, ein sehr bekanntes Argument zu sein und in gewisser Weise ist es dies auch. Lasst mich aber klar ausdrücken, was daran neu ist. Es hat eine endlose Reihe von Argumentationen in der Vergangenheit darüber gegeben, wie die Krise zu verstehen ist, die also jetzt die Krise des Profits, der Profitabilität des Kapitals, entweder der Stärke der Gewerkschaften, den Klassenkämpfen, den Lohnforderungen oder aber auch inflexiblen Arbeitsmärkten und so weiter zuordnen. Und es hat sehr viele Debatten über die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die Wirtschaft im Allgemeinen gegeben, die ich hier nicht wiederholen werde. Viele Menschen, gar Menschen auch von der Linken, haben dieses immer wieder als Argument benutzt, Arbeiter und Gewerkschaften dazu zu drängen, dem Kapital in Zeiten der Krise Zugeständnisse zu machen oder gar die Krise selbst zu vermeiden, indem die Wirtschaften, die Nationalwirtschaften, entsprechend angeblich wettbewerbsfähiger gemacht werden sollten und so weiter. Tatsächlich ist die Idee der sogenannten progressiven oder fortschrittlichen Wettbewerbsfähigkeit von grundlegender Bedeutung für den sogenannten dritten Weg, New Labour in Großbritannien, die Agenda 2010 in Deutschland und ganz im Allgemeinen auch für den neoliberalen Wandel der Sozialdemokratie. But what I think is new and interesting about Streeck's argument is that he seems to be going even further than before. He, as I'm told, was one of the brains behind Agenda 2010, but he seems in some respects to have gone even further.
than the old assumptions of the third way or progressive competitiveness. He isn't just saying that working class demands or trade union struggles can affect profitability. He's talking about the electoral demands of democratic politics and what governments do to maintain their electability. And he's saying not just that workers' demands can affect profitability, but that the electoral pressures of democracy are the main source of capitalist crisis. Aber was an dieser Argumentation interessant ist und wo ich verstehe, dass er eigentlich sogar noch weiter geht als vorher, noch weiter gar als die Grundannahmen des dritten Weges oder der fortschrittlichen Wettbewerbsfähigkeit gegangen sind, ist folgendes. Er sagt also nicht nur, dass die Forderungen der Arbeiterklasse oder der Gewerkschaften, der gewerkschaftlichen Kämpfe Auswirkungen haben kann auf die Profitabilität des Kapitals. Er spricht hier von Wählerforderungen an demokratische Politik und was die Regierungen unternehmen, um ihre Wahlfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und er sagt nicht nur, dass es die Forderungen von Arbeitern sind, die negative Auswirkungen auf die Profitabilität haben können, sondern dass der Druck der Wähler auf die Demokratie die zentrale Quelle der kapitalistischen Krise ist. So, for example, here's how he explains the current crisis. The explosion of debt we've been seeing, what some people have called privatized Keynesianism, which is at the root of the current crisis, according to this argument, is supposed to have been a concession to democratic pressures. And that means, above all, the consumerist desires of the electorate. Democratic capitalist governments, in other words, have created this crisis by satisfying the demands of their voters, either explicit demands or anticipated demands. They've allowed and encouraged this crazy structure of debt to satisfy the consumerist desires of the voters, and this is just one example of democratic capitalism's fundamental contradiction, which produces crisis by constantly allowing democratic pressures to go against the requirements of markets. Hier zum Beispiel folgt nun seine Erklärung der gegenwärtigen Krise. Die Explosion der Schulden, der Schuldengenerierung, wie wir sie gesehen haben, das eben, was manche auch als eine Art privatisierten Keynesianismus bezeichnen, der derzeitigen Krise zugrunde liegt in dieser Interpretation, wird hier verstanden in seiner Argumentation als Zugeständnis an den demokratischen Druck, und das bedeutet in erster Linie die Konsumwünsche der Wähler. Demokratische kapitalistische Regierungen, mit anderen Worten oder anders ausgedrückt, haben diese Krise erst erschaffen, indem sie diese Wünsche ihrer Wähler zufriedenstellten, seien dies nun explizit ausgedrückte oder einfach vorgestellte Wünsche gewesen. Sie haben es zugelassen und diese verrückte Struktur der Schulden auch gar noch beflügelt, um die Konsumwünsche ihrer Wähler zu befriedigen. Und das ist nur ein Beispiel der grundlegenden Widersprüche des demokratischen Kapitalismus, die Krise produzieren, indem sie zunehmend es erlauben, dass demokratischer Druck sich gegen die Anforderungen des Marktes wendet. Now, this argument may seem plausible, and some people even regard it as quite critical of capitalism, and I think quite a few people on the left find it attractive, including the New Left Review. But let me start straight away by saying that I find it fundamentally unconvincing and politically questionable. I don't want to spend a lot of time debating with Streeck, but my main objective here isn't to explain the origin of this or any other crisis. I've never pretended to be an economist, and I'm not going to start now. I want to make a more general argument about the relation between capitalism and democracy, but I think it may help to clarify my own view if I begin by saying, well, you know, in a sense, my argument is just the opposite of Streeck's. I've lost you here because I followed the year, but I'll give it a try. Okay, so that's okay, yeah. Diese Argumentation mag sehr plausibel erscheinen. Sie erscheint manchen sogar sehr kritisch, was die Wahrnehmung des Kapitalismus angeht. Und ich denke sogar auch eine ganze Reihe von Leuten auf der Linken finden sie attraktiv. Also, wobei ich hier jetzt nicht weiter über die Argumentation von Streeck reden möchte, sondern ausführen möchte, was ich zu dem Zusammenhang zwischen Demokratie und Kapitalismus sagen möchte.
where are you? Other than that, let me just continue. For page three. But I should say that I'm hoping to see a more elaborate critique of Streeck from someone who really knows what he's talking about, which is Robert Brenner, my friend. But I am going to shamelessly borrow what I know about his argument, just very briefly, in my brief remarks about Streeck. First, I think that Streeck consistently leaves the impression that without the pressures of democratic demands, markets will correct themselves and produce a natural equilibrium. I mean, he seems, on the face of it, to be critical of right-wing economists like Hayek and Friedman, who insist on that natural equilibrium, but it's hard to see how Streeck's own argument can avoid it. I mean, you know, just look how much emphasis he places on democratic pressures as the cause of capitalist crisis, which seems to imply that in the absence of such pressures, capitalism has no serious tendency to crisis. And this seems to me transparently wrong. It seems to me clear that the inherent logic of capitalism produces crisis even when democratic pressures are weak and even when working class struggles are more or less dormant. You lost the page. Sorry, yeah. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft auch auf eine elaboriertere, auf eine ausgearbeitetere Kritik von Streeck treffen und seiner Erklärung der gegenwärtigen Krise treffen werden, von jemandem, der sehr viel besser dazu geeignet ist, als ich es bin, hier mit den spezifischen Problemen der ökonomischen Sichtweise zu reden. Ich spreche hier von meinem Freund Robert Brenner, der sehr viel darüber sagen kann. Ich möchte nur noch etwas über Streeck sagen und hierbei frei etwas Anleihe an Brenners Kritik nehmen und dann mit meiner eigenen Argumentation fortfahren. Zuerst einmal denke ich, dass Streeck beständig den Eindruck hinterlässt, dass ohne den Druck demokratischer Forderungen die Märkte sich selbst korrigieren werden, selbst ihren Ausgleich finden werden und ein natürliches Gleichgewicht finden werden. Er scheint auf oberflächlich betrachtet hier sehr kritisch gegenüber den rechten Wirtschaftswissenschaftlern wie Hayek oder Friedman zu sein, die auf dem Bestehen des natürlichen Gleichgewichts beharren. Aber es ist schwierig, auch seine eigene Argumentation zu verstehen, wenn man nicht davon ausgeht, dass dieses natürliche Gleichgewicht eigentlich auch in seiner eigenen Argumentation eingebaut ist. Ich meine, man sollte sich einfach nur mal angucken, wie stark er hier den demokratischen Druck als Ursache für die kapitalistische Krise betont, was ja eigentlich zu beinhalten scheint, dass in Abwesenheit eines solchen Druckes der Kapitalismus keine wirkliche, ernsthafte Tendenz zur Krise hätte. Das scheint mir ganz offensichtlich falsch zu sein. Es scheint mir klar zu sein, dass die inhärente Logik des Kapitalismus, die ihm innewohnt, die Krise selbst produziert, selbst wenn der demokratische Druck schwach ist und selbst wenn die Kämpfe der Arbeiterklasse mehr oder weniger eingeschlafen sind. Anyway, Streeck's argument doesn't hold up historically. I mean, if we look at the present crisis from a historical point of view, the kind of privatized Keynesianism he's talking about clearly did not begin as a concession to democratic pressures. It was a response to the pressures of capital at a time of declining profitability. The decline started with the end of the long post-war boom, sometime after the profitability of American capital in particular had been challenged by competition from Germany and Japan. The response to the end of the boom was what we now call neoliberalism, set in motion by Reagan and Thatcher. And that brought with it attacks, as we all know, on the labor movement, extracting huge concessions from workers, the deregulation of markets, and so on. And the ultimate effect was to reduce aggregate demand, which would be countered by what Brenner has called asset price Keynesianism, the stock market bubble, the encouragement of increasing indebtedness, and so on. Instead of genuine growth in the real economy, there was this so-called bubblenomics. The striking thing is that this all started at the very moment and in the very places
that democratic pressures were particularly weak, and the working class, especially in the United States, was at one of its lowest points. In fact, the policy of encouraging private debt was at the heart of the neoliberal program. It emerged as a form of demand management to replace public spending at a time of weak aggregate demand. In other words, this privatized Keynesianism was designed to enhance capitalist profit without social spending and, of course, reducing taxes for the rich. So it seems completely perverse to describe that neoliberal strategy as a response to democratic pressures. Ich würde aber dagegen halten, dass also Streecks Argumentation nicht wirklich aufrechtzuerhalten ist. Schon gar nicht aus historischer Sicht, wenn wir uns hier angucken, wie er über diese Art von privatisiertem Keynesianismus spricht. Denn dieser begann tatsächlich nicht als Zugeständnis an demokratischen Druck. Er war eine eindeutige Antwort auf den Druck des Kapitals in Zeiten niedergehender Profite. Dieser Niedergang begann mit dem Ende des langen Nachkriegsbooms, zu einer gewissen Zeit, nachdem die Profitabilität des amerikanischen Kapitals insbesondere durch Wettbewerb aus Deutschland und Japan herausgefordert worden war. Die Antwort auf das Ende dieses Booms war das, was wir jetzt als Neoliberalismus bezeichnen und der von Reagan und Thatcher mit ihren jeweiligen Programmen in die Tat umgesetzt wurde. Das führte dann zu Angriffen auf die Arbeiterbewegung, die zu entsprechenden riesigen Zugeständnissen von Seiten der Arbeiter führten, zur Deregulierung der Märkte und zu all den damit einhergehenden Phänomenen. Der letzte Effekt dann bestand darin, die Gesamtnachfrage zu reduzieren, die dem dann entgegengesetzt wurde, das, was Brenner als Preis-Vermögens-Keynesianismus bezeichnet wurde, nämlich die Blase der Aktienmärkte, die Aufforderung, sich hier jetzt zunehmend zu verschulden und so weiter. Anstatt jetzt für wirkliches, ernsthaftes Wachstum in der, in Anführungszeichen, wirklichen Wirtschaft zu sorgen, führte dies zu einer gewissen Bubblenomics, das heißt einer gewissen Blasenwirtschaft, das heißt einer imaginären Wirtschaft. In diesem Sinne ist es doch auffällig, dass all dieses zu diesem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt startete und auch in den, an den Orten, wo demokratischer Druck und insbesondere die Arbeiterklasse ganz vorne an in den Vereinigten Staaten auf dem niedrigsten Stand historisch war, den sie jemals inne gehabt hat. Tatsächlich ist die Politik der Aufforderung, sich privat zu verschulden, zentraler Bestandteil des neoliberalen Programmes gewesen. Es kam als eine Form von Anforderungsmanagement in die Politik, um die öffentlichen Ausgaben in einer Zeit niedriger Gesamtnachfrage zu reduzieren. Mit anderen Worten ist diese Form des privatisierten Keynesianismus so beschaffen, hier den kapitalistischen Profit zu erhöhen, ohne soziale Ausgaben zu tätigen und natürlich gleichzeitig auch die Verringerung der Steuern für die Reichen zu ermöglichen. Es erscheint mir von daher vollständig pervers, diese neoliberale Strategie als eine Antwort auf demokratische Druck, auf demokratischen Druck zu bezeichnen. Well, I don't want to go on any more about this, so let me just make clear my conviction that democratic demands are not the source of capitalist crisis, and that we can't construct a political agenda on the assumption that the cause of crisis is the incompatibility between democratic demands and the needs of the market. On the basis of that kind of analysis, it's very hard to avoid some version of progressive competitiveness or some variation on the third way or Agenda 2010. It seems to me, well, never mind that. What I want to do now is to make my own argument about the relation between capitalism and democracy and maybe make a few general suggestions about the political implications we should draw from it. Aber ich möchte da jetzt nicht sehr weiter ausführlich drauf eingehen. Lass mich nur noch einmal meine Überzeugung hier klar ausdrücken, dass die demokratischen Forderungen nicht die Ursache der kapitalistischen Krise sind und dass es uns nicht möglich sein wird, ein politisches Programm auf der Annahme zu gründen, dass die Ursache der Krise in der
Unvereinbarkeit zwischen demokratischen Forderungen und den Anforderungen des Marktes liegt. Auf der Grundlage einer derartigen Analyse ist es sehr schwer, diese Version von fortschrittlicher Wettbewerbsfähigkeit oder eine andere Form des dritten Weges oder Agenda 2010 nicht als politisches Programm zwingendermaßen annehmen zu müssen. Was ich hier jetzt im Folgenden machen möchte, ist meine eigene Argumentation über das Verhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie darzulegen und vielleicht ein paar Anregungen zu geben über die politischen Implikationen, die wir daraus ziehen sollten. The first thing I'll say is that there is no fundamental contradiction between democracy and capitalism, at least not in the sense that Streeck suggests. Those of you who know my book, Democracy Against Capitalism, may find this surprising because it seems to contradict my argument in the book about the fundamental antagonism between capitalism and democracy. And I'll come back to that in a minute. But for the moment, let me stress that there is no necessary contradiction between capitalism and democracy as we know it. On the contrary, capitalism is the only system of class relations that can tolerate political democracy. Of course, in the current financial crisis, democratic governments in Greece and in Italy were set aside for a time, and there's no question that this was convenient for the implementation of austerity programs, largely for the benefit of bankers, but the crisis was not caused by democratic pressures. And Greece and Italy certainly didn't end up where they are because they had too much democracy. Of course, I don't deny that there are moments when capital may find it useful to suppress democracy. The point I want to make is that capitalism has been and remains the one system of class exploitation in which political democracy, the extension of the franchise, together with civil rights and liberties, can leave class domination fundamentally intact. To put it another way, capitalism is the only system in which the exploitation of labor can be insulated from democratic pressures. It's the only system which can tolerate a substantial degree of democracy precisely because the appropriation of surplus labor is substantially protected from the intrusions of democracy. This doesn't mean that all capitalist systems have been democratic, but it does mean that capitalism can be democratic in a way no other class society has ever been. Das Erste, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es überhaupt keinen grundlegenden Widerspruch zwischen Demokratie und Kapitalismus gibt. Zumindest nicht in dem Sinne, in dem Streeck dies nahelegt. Diejenigen von euch, die mein Buch Demokratie gegen Kapitalismus kennen, mögen dies vielleicht etwas überraschend finden, weil es offensichtlich meiner in diesem Buch dargelegten Argumentation zu widersprechen scheint über den grundlegenden Antagonismus, der zwischen dem Kapitalismus und der Demokratie herrscht. Ich werde daraufhin gleich zurückkommen. Aber im Moment möchte ich noch einmal betonen, dass es keinen notwendigen Widerspruch zwischen dem Kapitalismus und der Demokratie gibt, wie wir sie kennen. Im Gegenteil. Der Kapitalismus ist das einzige System von Klassenverhältnissen, das in der Lage ist, eine politische Demokratie auszuhalten. Natürlich ist es in der gegenwärtigen Finanzkrise so gewesen, dass demokratische Regierungen in Griechenland und Italien auch mal kurz außer Kraft gesetzt wurden. Und es gibt gar keine Frage, dass dieses sehr dazu beitrug, dass die Sparprogramme, die im Wesentlichen eigentlich nur den Banken zugutekommen, umgesetzt werden konnten. Aber die Krise selbst war nicht durch demokratischen Druck hervorgerufen und Griechenland und Italien sind sicherlich nicht dort gelandet, wo sie derzeit sind, weil sie zu viel Demokratie hatten. Natürlich will ich gar nicht verneinen, dass es Momente gibt, in denen das Kapital es als nützlich ansehen mag, die Demokratie zu unterdrücken. Das, was ich ganz grundsätzlich betonen möchte, ist, dass der Kapitalismus gewesen ist und weiterhin bleibt das einzige System der Klassenausbeutung, in dem die politische Demokratie, das heißt also die Ausdehnung des Wahlrechts zusammen mit der Vergabe von Bürgerrechten und Freiheiten, gleichzeitig die Klassenherrschaft grundsätzlich intakt lassen kann. Um es anders auszudrücken, der Kapitalismus ist das einzige System, in dem die Ausbeutung der Arbeit von demokratischem Druck abgeschottet werden kann. Es ist das einzige System, das ein
ein ernsthaftes Niveau von Demokratie ertragen kann, genau aus diesem Grund, weil die Aneignung des Mehrwerts, die Aneignung der Mehrarbeit grundsätzlich gesichert ist vor dem Eindringen von Demokratie in diese Sphäre. Das bedeutet nicht, dass alle kapitalistischen Systeme jemals demokratisch gewesen waren, aber es bedeutet, dass der Kapitalismus auf eine Art und Weise demokratisch sein kann, wie keine vorhergehende Klassengesellschaft es je hat sein können. And before I go on to elaborate what that means, let me make clear what it doesn't mean. I don't simply mean that democracy in capitalism is so empty and formal that it has no significance at all. I mean, one standard Marxist conception of bourgeois democracy used to be that it's bogus and basically meaningless because it doesn't confront the fundamental inequalities of class power, which really determine political outcomes. Now, of course, my own view of democracy and capitalism is inspired by Marx, but if Marxism had nothing more to tell us about capitalist democracy than the idea that class inequality matters, it really wouldn't be worth very much. It's obvious that political processes in bourgeois democracy are affected by class inequalities. But to say this is hardly enough to distinguish Marxism from other accounts of how liberal democracy works in capitalist societies. I mean, what serious liberal political scientist would deny that in capitalist societies where there are huge inequalities of wealth, those inequalities can make a big political difference? Bevor ich erklären möchte, was das eben Gesagte nun tatsächlich bedeutet, möchte ich nochmal klar machen, was es nicht bedeutet. Ich meine damit nicht einfach die Ansicht, dass die Demokratie im Kapitalismus einfach so leer und eine rein formelle sei, dass sie eigentlich gar keine wirksamen Auswirkungen überhaupt zeitigen würde. Eine marxistische Standardvorstellung der bürgerlichen Demokratie bestand immer darin, dass die Demokratie sowas wie ein Fake sei und grundsätzlich bedeutungslos, da sie die grundlegenden Ungleichheiten der Klassenmacht nicht in Frage stellt, die ja tatsächlich die politischen Ergebnisse bestimmen. Nun, natürlich ist meine eigene Wahrnehmung, meine eigene Vorstellung von Demokratie und Kapitalismus von Marx inspiriert, aber wenn der Marxismus uns nichts anderes über die kapitalistische Demokratie zu sagen hätte als die Vorstellung, dass Klassenungleichheiten von Bedeutung sind, dann wäre er tatsächlich nicht sehr viel wert. Es ist ganz offensichtlich, dass politische Prozesse in bürgerlichen Demokratien von Klassenungleichheiten betroffen sind. Aber natürlich, dieses auszudrücken, unterscheidet den Marxismus nicht hinreichend von anderen Erklärungen der Funktionsweise liberaler Demokratien in kapitalistischen Gesellschaften. Ich meine, jeder ernsthafte liberale politische Politikwissenschaftler würde doch sicherlich zugeben, dass in kapitalistischen Gesellschaften, wo es riesige Ungleichheiten des Reichtums gibt, diese Ungleichheiten auch tatsächlich zu großen politischen Unterschieden führen werden. Marx's view of bourgeois democracy was rather more interesting. Of course, he knew that democracy in bourgeois society was compromised by class inequalities, and of course, he believed we had to go beyond bourgeois democracy. But he was also keenly aware that at least since ancient Greek democracy, there had never been a society in which inequalities of wealth had less effect on political outcomes than they did in bourgeois democratic societies. He understood perfectly well, of course, that those class inequalities have less effect on political outcomes in societies where workers enjoy certain civic rights and liberties, such as the freedom of speech and association, which allow them their own forms, their own organizations, trade unions, newspapers, political movements, and so on. And he thought those rights and liberties were critical, and he urged working class movements to struggle for them to use them to their maximum advantage. And this, by the way, of course, was Rosa Luxemburg's view of bourgeois democracy, too. Marx' Verständnis der bürgerlichen Demokratie ist sehr viel interessanter.
Natürlich wusste er, dass die Demokratie in der bürgerlichen Gesellschaft von Klassenungleichheiten beeinträchtigt war. Und natürlich glaubte er auch daran, war er sicher, dass wir über die bürgerliche Demokratie hinausgehen müssten. Aber er war sich gleichzeitig auch dessen sehr genau bewusst, dass zumindest seit der antiken griechischen Demokratie es niemals eine Gesellschaft gegeben hat, in der die Reichtumsungleichheiten sehr viel weniger Auswirkungen auf die politischen Ergebnisse hatten, als dies in bürgerlichen demokratischen Gesellschaften der Fall war. Er hat sehr genau verstanden, dass diese Klassenungleichheiten sehr viel weniger Effekt auf die politischen Ergebnisse in Gesellschaften haben, wo die Arbeiter bestimmte bürgerliche Rechte und Freiheiten genießen, wie beispielsweise das Recht auf freie Aussprache und Vereinigung, die es ihnen erlauben, ihre eigenen Organisationen, nämlich Gewerkschaften, zu schaffen oder aber auch Zeitungen zu gründen, politische Bewegungen zu begründen. Er dachte, ging davon aus, also dass diese Rechte und Freiheiten von grundlegender Bedeutung waren, und er hat die Bewegung der Arbeiterklasse immer wieder dazu angehalten, für diese Rechte zu kämpfen und sie zu ihrem Besten zu nutzen. Und dieses, sei nebenbei gesagt, war natürlich auch Rosa Luxemburgs Ansicht von bürgerlicher Demokratie. Okay, so according to, you know, Marxism, bourgeois democracy has real value. At the same time, democracy never has had the effect feared by the propertied classes throughout the centuries. It never did and still doesn't threaten the inequalities of property. In fact, inequalities have grown deeper, and liberal democracy has remained consistent with the grossest inequalities of wealth and power, despite enfranchised working class majorities. So here's the basic paradox of democratic capitalism. Democracy in capitalism is real and not simply an illusion. Subordinate classes have political rights of a kind they've never enjoyed before. Those rights do indeed mean something in the sphere in which they operate. And disparities of wealth, though they clearly have political consequences, have less effect on political rights than in any other system. And yet, all this unprecedented political power leaves the relations of class domination and social inequality essentially intact. Nun, Marx hat ganz offensichtlich in der bürgerlichen Demokratie auch, also ihr einen gewissen Wert zuerkannt. Gleichzeitig jedoch war es so, dass die Demokratie niemals zu den Auswirkungen geführt hat, die von den besitzenden Klassen während der Jahrhunderte des Kapitalismus befürchtet worden waren. Es hat niemals ernsthaft die Ungleichheiten des Eigentums in Frage gestellt oder bedroht und tut dies auch immer noch nicht. Also tatsächlich gesprochen sind die Ungleichheiten sehr viel tiefer geworden, und die liberale Demokratie ist konnte bestehen bleiben trotz der enormsten Ungleichheiten an Reichtum und Macht, ungeachtet dessen, dass es auch Mehrheiten der Arbeiterklasse gab, die nicht das Wahlrecht hatten. Also hier gibt es also das grundlegende Paradoxon des demokratischen Kapitalismus. Die Demokratie im Kapitalismus ist wirklich eine Demokratie und nicht einfach nur eine Illusion. Die untergeordneten Klassen verfügen über politische Rechte in besonderer Weise, wie sie sie nie zuvor genießen konnten. Diese Rechte wiederum bedeuten in der Sphäre, in der sie operativ sind, in der sie funktionieren, tatsächlich was. Und die Ungleichheiten von Reichtum, obgleich sie tatsächlich zu offensichtlichen politischen Folgen führen, haben weniger Auswirkungen auf die politischen Rechte als in irgendeinem anderen System. Und dennoch ist es so, dass all diese nie zuvor gekannte politische Macht die Klassenverhältnisse, die Herrschaftsverhältnisse und die soziale Ungleichheit grundlegend nicht antastet. I'm going to try to say this a bit more briefly than I've written it. The distinctive characteristic of capitalism, as Marx pointed out, is that exploitation does not require privileged access to what he called extra economic power, the kind of powers that feudal lords had when they appropriated the labor of peasants, or state office holders had in enriching themselves by means of taxation.
The power of capital over labor doesn't depend on the privileged possession of extra economic power. It depends on the propertylessness of direct producers and the imperative to sell their labor power for a wage just to gain access to the means of survival and self-reproduction. So I want to emphasize two essential things. The first has to do with the relation between classes, those who labor and those who appropriate the labor of others. Capitalism is unique because unlike any other system before it, the capitalist doesn't need direct coercive force to get access to the workers' labor. Workers aren't legally dependent on capitalists. They're not slaves or serfs. They're not in conditions of debt bondage or peonage. They're obliged to work for capital not because they're compelled by the capitalist superior force, but because they need to sell their labor power for a wage just to gain access to the means of labor itself. So this means that economic and political power have been separated in wholly new ways. I don't mean that the capitalist market can exist without support from the state. If anything, capitalism needs intervention by the state in some ways more than any other system, just to maintain social order and the conditions of accumulation. But the economic power of capital is separate from political power in two senses. The capitalist's power over workers doesn't depend on privileged access to political or legal rights, and possession of political and legal rights by workers doesn't free them from economic exploitation. And that's what I mean when I say that capitalism is the only system of class exploitation in which the power of capital and the exploitation of labor can be insulated from democratic pressures. Macht des Kapitals über die Arbeit hängt in diesem Sinne nicht von einem privilegierten Zugang zu außerökonomischer Macht ab. Sie hängt ab von der Besitzlosigkeit der direkten Produzenten und ihrem Zwang, ihre Arbeitskraft für einen Lohn zu verkaufen, um Zugang zu den Mitteln zum Überleben und der Selbstreproduktion zu haben. Ich möchte hier zwei wesentliche Dinge hervorheben. Das erste hat mit dem Verhältnis zwischen den Klassen zu tun, denen, die arbeiten und denen, die sich die Arbeit anderer aneignen. Der Kapitalismus ist in diesem Sinne einzigartig, weil er anders als jegliches System vor ihm, der Kapitalist nicht darauf angewiesen ist, direkten Zwang auszuüben, um Zugang zur Arbeit der Arbeiter zu bekommen. Die Arbeiter sind juristisch nicht abhängig von den Kapitalisten. Sie sind weder Sklaven noch Diener. Sie sind auch nicht in der Situation der Schuldknechtschaft beispielsweise. Sie sind gezwungen, für das Kapital deswegen, also nicht deswegen zu arbeiten, weil sie durch die überlegene Kraft des Kapitalisten, die überlegene Macht des Kapitalisten, Stärke von ihm gezwungen dazu sind, sondern weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen gegen einen Lohn, um die Überlebensbedingungen der Arbeit selbst zu sichern. Dies bedeutet, dass ökonomische und politische Macht in einer Art und Weise getrennt worden ist, wie es nie zuvor der Fall war. Ich meine damit nicht, dass der kapitalistische Markt ohne Unterstützung von Seiten des Staates existieren kann. Wenn überhaupt, dann bedarf der Kapitalismus gar stärkerer, in bestimmter Weise stärkerer Intervention von Seiten des Staates als jegliches andere System, ganz einfach, um die soziale Ordnung und die Bedingungen der Akkumulation aufrechtzuerhalten. Aber die ökonomische Macht des Kapitals ist von der politischen Macht in zwei Sinnen geschieden. Die Macht des Kapitalisten über die Arbeiter hängt nicht von einem vorteilhaften, von einem privilegierten Zugang zu politischen oder juristischen Rechten ab, und der Besitz politischer und legaler Rechte von den Arbeitern befreit sie nicht von der ökonomischen Ausbeutung. Und das ist es, was ich sagen möchte, wenn ich davon spreche, dass der Kapitalismus das einzige System der Klassenausbeutung ist, in dem die Macht des Kapitals und die Ausbeutung der Arbeit von demokratischem Druck abgeschottet werden kann. The second major point is that the capitalist system is driven by certain inescapable imperatives, certain compulsions, the economic imperatives of competition, profit maximization, constant accumulation, and the endless need to improve labor productivity. These are real imperatives. They're not just choices made by greedy capitalists. They're conditions for the survival of capital. And what I want to say is that much of human life is driven by these imperatives. They drive not just production and the allocation of labor and resources, but many aspects of life outside the so-called economy.
Der zweite wesentliche Punkt, den ich hier in Bezug auf das kapitalistische System sagen möchte, ist, dass er von gewissen Zwängen getrieben ist, von gewissen Notwendigkeiten, den ökonomischen Zwängen des Wettbewerbs, der Profitmaximierung, der beständigen Akkumulation und der endlosen, der nicht enden wollenden Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Dieses sind tatsächliche Zwänge, sie sind nicht einfach nur der Wahl bestimmter gieriger Kapitalisten geschuldet, sondern sie sind die Bedingung für das Überleben des Kapitals selbst. Ich möchte hierbei betonen, dass wir wenn wir über den kapitalistischen Markt sprechen, wir über diese Zwänge, diese Notwendigkeiten und nicht einfach nur Freiheiten und Wahlmöglichkeiten sprechen. Und ein Großteil des Lebens ist von diesen Zwängen angetrieben. Sie treiben nicht nur die Produktion und die Zuordnung von Arbeit und Ressourcen an, sondern viele Aspekte des Lebens außerhalb der sogenannten Wirtschaft. So what I'm saying is that much of human life and an increasing range of social practices are governed by forms of power outside the political sphere and by market imperatives, not by political agency. All aspects of life that become market commodities are outside the reach of democratic accountability. Commodification subjects social life to the abstract requirements of the market. It determines the allocation of labor, leisure, resources, patterns of production, consumption, and the disposition of time itself. And all these human practices answer not to the will of the people, but to the demands of the market and profit. Was dieses nun unter anderem bedeutet, ist, dass ein Großteil der Facetten des menschlichen Lebens und ein zunehmender Bestand und eine zunehmende Auswahl an sozialen Praxen von Formen der Macht beherrscht werden, die sich außerhalb der politischen Sphäre bewegen und von daher von Marktzwängen und nicht durch politisches Handeln bestimmt werden. Alle Aspekte des Lebens, die zu marktförmigen Waren geworden sind, also das zu Waren geworden sind, sind jenseits des Zugriffs demokratischer Rechenschaftspflichtigkeit. Die Kommodifizierung, das zur Ware werden, unterordnet das gesellschaftliche Leben den abstrakten Anforderungen des Markts. Es bestimmt die Zuweisung von Arbeit, Freizeit, Ressourcen, Produktionsmustern, Konsum und der Verfügungsgewalt über die Zeit selbst. Und all diese menschlichen Praxen stellen keine Antwort auf den Willen der Menschen dar, sondern auf das Wollen der Menschen, sondern auf die Anforderungen des Markts und des Profits. So what I want to emphasize is the oddity of capitalism, which is that the limits of capitalist democracy aren't so much determined by who actually possesses political rights. The limits of capitalist democracy have to do not with how many people have political rights. It has to do with the scope of political power. What aspects of human life fall directly within its reach and what is placed outside the boundaries of politics. Was ich damit betonen möchte, ist vor allem die Merkwürdigkeit des Kapitalismus, die darin besteht, dass die Grenzen der kapitalistischen Demokratie nicht so sehr dadurch bestimmt werden, wer nun tatsächlich über politische Rechte verfügt. Die Grenzen der kapitalistischen Demokratie haben nichts damit zu tun, wie viele Menschen über politische Rechte verfügen. Es hat damit zu tun, wie groß der Zugriffsbereich der politischen Macht ist, welche Aspekte menschlichen Lebens direkt innerhalb seines Zugriffs fallen und was außerhalb der Grenzen der Politik gesetzt ist. The point I'm trying to emphasize is that political rights can be democratically distributed in capitalism, but that the sphere of politics in which those rights can operate is circumscribed. Only in capitalism has it been possible to think about political rights as having little effect on the distribution of social and economic power. It's become possible to imagine a distinct political sphere in which all citizens are equal. It's become possible to conceive of political equality as abstracted from the inequalities of wealth and economic power outside the political domain. In capitalism,
It's possible to have a conception of political progress and even the progress of democracy without any reference to social outcomes. We can even insist on strengthening civil and political rights without any implications for the distribution of wealth and power among citizens, and we can talk about the progress of democracy even while accepting gross increases in inequalities of wealth. Was ich betonen möchte, ist, dass die politischen Rechte demokratisch, also innerhalb des Kapitalismus, demokratisch verteilt sein mögen, aber dass die Sphäre der Politik, in der diese Rechte tatsächlich fungieren und zur Wirkung kommen, sehr eng umschrieben ist. Nur im Kapitalismus ist es möglich gewesen, sich politische Rechte so vorzustellen, dass sie wenig Auswirkungen auf die Verteilung sozialer und ökonomischer Macht haben. Es ist möglich gewesen, sie sich vorzustellen als eine klar geschiedene politische Sphäre, in der alle Bürger gleich sind. Es ist möglich gewesen, die politische Gleichheit sich vorzustellen als von den Ungleichheiten des Reichtums und der ökonomischen Macht außerhalb dieser politischen Sphäre abstrahiert vorzustellen. Im Kapitalismus ist es möglich, eine Vorstellung politischen Fortschritts zu haben und selbst des Fortschritts der Demokratie ohne jeglichen Bezug auf die sozialen Ergebnisse, auf die gesellschaftlichen Effekte, die dieses haben mag. Wir können sogar auf einer Stärkung der zivilen und politischen Rechte bestehen, ohne dass dieses Auswirkungen auf die Verteilung von Reichtum und Macht unter den Bürgern hat. Wir können über den Fortschritt der Demokratie sprechen, selbst wenn wir die unglaublich riesigen Zuwächse an Reichtumsungleichheiten in Kauf nehmen. And of course, the corollary, I mean, in fact, the condition of this separate political sphere is a distinct economic sphere. Human activities that might at one time have been regulated by the state or the community are now regulated in the workplace and by market imperatives. In fact, it's only in capitalism that it's even possible to speak of an economy with its own distinctive laws of operation. Now, this distinctive relation between political and economic spheres, the abstraction of political rights from social inequalities and economic domination isn't just reflected in economic theory or in liberal political thought. It's also acknowledged in different ways in worker struggles. And this has been so for a very long time, at least in places with a substantial class of capitalist wage laborers. The battle for political rights was far from over in the 19th century, but by the second half of the century, industrial capitalism was advanced enough that capital had gained control of the workplace and the labor process, and that effectively completed the establishment of a more or less separate economic sphere with its own system of power, and this changed the targets of working class struggle. And then, you know, the main issue for the working class would increasingly be concentrated in the workplace, in the confrontation between workers and employers over the terms and conditions of work. Now, the socialist left has often tended to lament this development as a decline in working class consciousness. But let's be clear about this. The transfer of struggle away from the political domain to the point of production isn't some kind of false consciousness. It reflects a reality of capitalism and its distinctive configuration of power, and this is something we really have to recognize in our political agenda. Die Bedingung dieser Trennung der, einer politischen Sphäre ist natürlich, dass es eine ebenso getrennte ökonomische Sphäre gibt, in der die menschlichen Aktivitäten mögen einstmals durch den Staat oder die Gemeinschaft reguliert worden sein. Jetzt werden sie am Arbeitsplatz und durch die Zwänge des Marktes reguliert. Es ist in der Tat so, dass nur im Kapitalismus es möglich ist, von einer in Anführungsstrichen Wirtschaft zu reden mit eigenständigen Bewegungsgesetzen.
diese ganz besondere Beziehung zwischen dem politischen und ökonomischen Sphären, die Abstraktion, die Abstrahierung von politischen Rechte, von sozialen Ungleichheiten und ökonomischer Herrschaft reflektiert sich aber nicht nur, wird nicht nur in Wirtschaftstheorie oder im liberalen politischen Denken wiedergespiegelt. Es ist auch so, dass die verschiedenen Formen von Arbeiterkämpfen dieses widerspiegeln. Dies ist schon seit sehr langer Zeit so gewesen, zumindest an den Orten, in den Ländern, wo es eine wesentliche, starke Klasse kapitalistischer Lohnarbeiter gegeben hat. Der Kampf um politische Rechte war im 19. Jahrhundert noch lange nicht abgeschlossen, aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hatte der industrielle Kapitalismus solche Fortschritte erzielt, dass dem Kapital es gelungen war, die Kontrolle über den Arbeitsplatz und den Arbeitsprozess zu erreichen. Dies schloss die Etablierung einer mehr oder weniger klar getrennten ökonomischen Sphäre ab, die über ein eigenes System der Macht verfügt. Und dies hat natürlich auch die Ziele der Kämpfe der Arbeiterklasse verändert. Das Hauptanliegen für die Arbeiterklasse sollte jetzt hier zunehmend der Kampf am Arbeitsplatz werden. Die Konfrontation zwischen den Arbeitern und den Arbeitgebern, den Unternehmern über die Bedingungen ihrer Arbeit, die sie aushandeln können. Die sozialistische Linke hat häufig dazu tendiert, dieses zu bedauern und als Niedergang des Bewusstseins der Arbeiterklasse bezeichnet. Aber hier sollte doch Klarheit eintreten. Der Wandel des Kampfes weg von der politischen Ebene hin zum, in Anführungsstrichen, Produktionsort ist nicht irgendeine Art von falschen Bewusstseins. Er widerspiegelt die Realität des Kapitalismus und seiner ganz besonderen Konfiguration der Macht. Und dies ist eine Realität, die wir in unseren politischen Programmen zu bedenken haben. Still, even if we recognize the reality underlying the shift from political to industrial struggles, we also have to acknowledge the mystifications that capitalism encourages. Capitalism has made possible a view of the world in which economic forms of power and coercion aren't even recognized as power and coercion. In liberal democracies, we may be very good at thinking about limiting power in the political domain. We may be keen to limit the excesses of state power or to safeguard democratic liberties, but we tend to think of liberty and checks on power as strictly political problems, which don't belong in the economy. In fact, in our conventional language, a free economy is one in which economic imperatives are given free rein, undisturbed by political interference. But I would. Ja, selbst wenn wir diesen grundlegenden Wandel von politischen hin zu industriellen Kämpfen anerkennen, dann müssen wir gleichzeitig aber natürlich auch anerkennen, dass es tatsächlich Mystifikationen gibt, die der Kapitalismus begünstigt. Der Kapitalismus hat es ermöglicht, dass eine Ansicht der Welt vorherrscht, in der die wirtschaftlichen Formen der Macht und des Zwangs nicht einmal als solche anerkannt werden, als solche begriffen werden. In den liberalen Demokratien mögen wir sehr gut uns Vorstellungen machen können darüber, wie nun die Macht im politischen Bereich zu begrenzen wäre. Wir mögen sogar sehr stark darauf aus sein, die Auswüchse staatlicher Macht zu begrenzen oder auch demokratische Freiheiten hier sicher zu, zu sichern. Aber wir tendieren dazu, Freiheit und die Begrenzung der Macht als rein politische Probleme zu begreifen, die nicht in die, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Wirtschaft zugehörig sind. Tatsächlich ist unsere gewöhnliche Sprache darin bedeutet, eine freie Wirtschaft, eine, in der die ökonomischen Zwängen ungezügelt Lauf gelassen wird, die völlig ohne jegliche politische Einwirkung sind.
Now, I would say that in liberal democracies, much more of our lives is regulated and constrained by market imperatives than by state action. And this reality of capitalism, this insulation of the economic sphere from democratic pressures, also means that political change has no immediate consequences in the transformation of society. It means that the translation of political power into economic and social gains is a more complicated business than it's ever been before. You can have an enfranchised majority, including an enfranchised working class. That majority can elect governments, and these governments may even be dedicated to govern in the interests of workers. But there are far more barriers and mediations between political power and social gains than ever before. Much, maybe even most, of human life is now governed by the structures, processes, and principles of the capitalist economy. So it's not enough to say that popular movements of one kind or another could take hold of the state apparatus by peaceful means, peaceful electoral means, and could, if they chose, then bring about major social transformation. Controlling and transforming the economy with its own structure of power and compulsion requires a massive effort which goes beyond possession of the state. Ich würde sagen, dass in liberalen Demokratien sehr viel mehr Anteile unserer Leben durch die Marktzwänge reguliert und eingeschränkt werden als durch die Handlungen des Staates. Diese Realität des Kapitalismus, diese Abschottung der ökonomischen Sphäre vom demokratischen Druck bedeutet natürlich auch, dass politischer Wandel keine unmittelbaren Konsequenzen für die Veränderung der Gesellschaft hat. Es bedeutet, dass die Übersetzung politischer Macht in ökonomische und soziale Fortschritte eine sehr viel schwierigere Angelegenheit ist, als sie jemals zuvor es war. Man kann ein vollständiges Wahlrecht oder zumindest ein Wahlrecht der Mehrheit haben, einschließlich einer zur Wahl befähigten Arbeiterklasse, also eine Arbeiterklasse, die das Wahlrecht hat. Diese Mehrheit kann auch Regierungen wählen und diese Regierungen mögen sich gar dem Versuch widmen, im Interesse der Arbeiter zu regieren. Aber es gibt sehr viel mehr Grenzen und Vermittlungen zwischen der politischen Macht und den sozialen Fortschritten, als jemals zuvor es sie gab. Ein Großteil, vielleicht gar ein sehr großer Teil, vielleicht gar der größte Teil des menschlichen Lebens heutzutage ist von Strukturen, Prozessen und Prinzipien der kapitalistischen Ökonomie dominiert. So reicht es also nicht aus zu sagen, dass Volksbewegungen der einen oder anderen Art sich einfach den Staatsapparat durch praktisch friedliche Wahlen aneignen könnten und dann, wenn sie es denn zu Belieben tun, grundlegende soziale Veränderungen herbeiführen könnten. Die Kontrolle und Veränderung der in Anführungsstrichen Wirtschaft mit ihrer eigenen Macht- und Zwangsstruktur erfordert eine massive Anstrengung, die weit über die Inbesitznahme des Staates hinausgeht. By the way, I hope everybody realizes that I am under strict instructions here not to go beyond another 15 minutes combined with the translation, right? Dass ihr euch alle bewusst seid, dass ich hier leider gezwungen bin, nicht über weitere 15 Minuten hinauszugehen, einschließlich der Übersetzung. So I'm skipping over much of the argument I was going to make. Aber wir werden den Text dann sehr schnell auf die Website stellen, sodass er der ganzen Länge gelesen werden kann. Aber damit wir noch Zeit für eine Diskussion haben, muss ich einfach etwas den Zeitrahmen. Okay. Well, I was briefly going to talk about the kinds of non-revolutionary politics which are possible even under all these constraints. I won't go into that here, but I did want to make one little footnote about it, which occurred to me when I was writing about the kind of social democratic politics which remains possible. In a capitalist society, up to a point. What I wanted to say is that about the social spending is that, I have no doubt that public spending is a more effective way of dealing with the current crisis than the crazy austerity policies which are now being followed, or the
privatized Keynesianism that preceded them. But I'm not sure that we should think of social spending in the Keynesian manner as simply a form of counter-cyclical demand management. I mean, I have no doubt that it's better than the available alternatives, but I'm not sure the argument in favor of social spending should depend on its success in managing economic stability and preventing crisis. As I keep saying, crisis is endemic to capitalism, and there's only so much we can do about it. So my point is that even if there are limits to the benefits of social spending as a means of correcting economic instabilities, there are reasons to support it as good in itself in a capitalist system that requires and always will require protective strategies against the worst injustices and exploitation. Ja, ich wollte noch kurz was anfügen zu eine Fußnote, zumindest zur sozialdemokratischen Politik in Bezug auf die Frage sozialer Ausgaben. Ich zweifle nicht daran, dass öffentliche Ausgaben ein sehr viel effektiverer Weg sind, um mit der gegenwärtigen Krise umzugehen, als diese verrückten Sparpolitiken des sogenannten privatisierten Keynesianismus, die ihnen vorausgegangen sind. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die sozialen Ausgaben uns nur in der von Keynes geprägten Weise vorstellen sollten, nämlich einfach als eine Form gegenzyklischen Nachfragemanagements, also Nachfrage Kontrolle. Es ist sicherlich ohne Zweifel besser als die vorhandenen Alternativen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Argumentation, die für soziale Ausgaben spricht, einfach nur von der Art und Weise oder von dem Erfolg abhängt, den diese Art der Politik in dem Umgang und der Sicherung ökonomischer Stabilität und der Verhinderung von Krise erreicht. Ich pflege zu sagen, dass die Krise dem Kapitalismus innewohnt, der Kapitalismus ohne sie nicht zu denken ist und wir nur begrenzte Maßnahmen dagegen ergreifen können. Ich möchte hiermit also betonen, dass wenn es Grenzen für die Vorzüge sozialer Ausgaben als Mittel zur Korrektur ökonomischer Instabilitäten gibt, dann gibt es auch Gründe dafür, das als etwas Gutes in sich selbst zu unterstützen in einem kapitalistischen System, das immer erfordern wird, dass Schutzmaßnahmen gegen die schlimmsten Ungerechtigkeiten und Ausbeutungen ergriffen werden. So, what I wanted to say is that the mistake isn't to think that there is work that can be done under capitalism. Of course there's a lot to be done. The mistake is to think that capitalism's main problems are caused by democratic pressures interfering with the natural operations of the market. The problems of capitalism are there even when democratic pressures are weak. They are there, in fact, even when the working class is making every conceivable concession. The pressures of the market, the competition among capitals, will create instability and crisis, whatever democratic forces do. So there's no use constructing our strategies on the assumption that we can eliminate the system's tendency to crisis. And there's no use starting from the premise that the problem is the tension between democratic pressures and the requirements of profit, and that we have to somehow soften our democratic demands or reach some kind of social contract between democracy and profit. Der Fehler liegt also nicht so sehr darin, hier zu sagen, dass dass unter dem Kapitalismus also ihm nichts entgegengesetzt werden könnte innerhalb des Kapitalismus. Natürlich kann man sehr viel machen. Der Fehler liegt hier vielmehr darin, davon auszugehen, dass die Hauptprobleme des Kapitalismus durch den demokratischen Druck hervorgerufen werden, der jetzt sozusagen einwirkt auf die natürlichen Operationen des Marktes. Die Probleme des Kapitalismus werden auch da sein, selbst wenn der demokratische Druck nur schwach ausgeprägt ist. Sie sind tatsächlich da, selbst wenn die Arbeiterklasse alle möglichen Zugeständnisse macht. Die verschiedenen Formen des Drucks des Marktes, der Wettbewerb zwischen den Kapitalien wird immer zu Instabilität und Krise führen, was auch immer demokratische Kräfte zu unternehmen gedenken. Es ist, gibt also gar keinen Sinn, hier unsere Strategien auf der Annahme aufzubauen, dass wir dem System innewohnende Tendenz zur Krise
auslöschen könnten. Und es gibt auch gar keinen Grund, von der Annahme auszugehen, dass die Probleme in der Spannung zwischen dem demokratischen Druck und den Anforderungen des Profits lägen und dass wir in gewisser Weise unsere demokratischen Anforderungen verringern müssten oder gar eine Art von sozialen Vertrag, Gesellschaftskontrakt zwischen der Demokratie und dem Profit unterzeichnen müssten. So, if we're going to talk about a contradiction between capitalism and democracy, the contradiction we should think about is the limitations imposed by capitalism on democracy, not, you know, Strake's notion that somehow democracy creates crisis. We should think about how capitalism confines democracy to a political sphere that leaves untouched the specific forms of power created by capitalism. Looked at this way, the contradiction between capitalism and democracy requires us to make as many democratic inroads as we can into the so-called economic sphere. And that means aiming as much as possible to detach social life from market dependence. That means striving for the decommodification of as many spheres of life as possible and their democratization. This means removing them not just from the direct control of capital, but also from the so-called impersonal control of market imperatives, which subordinate every human need and practice to the requirements of accumulation and profit maximization. Der Widerspruch, über den wir nachdenken sollten, besteht nicht so sehr in den angeblich angeführten Auswirkungen der Demokratie auf den kapitalistischen Profit. Der Widerspruch, über den wir tatsächlich nachdenken sollten, besteht in den Begrenzungen, die der Kapitalismus der Demokratie auferlegt. Wir sollten darüber nachdenken, wie der Kapitalismus die Demokratie auf eine politische Sphäre alleine einschränkt, die die besonderen Formen, die der Macht, die im Kapitalismus hervorgebracht werden, nicht anrührt. Von dieser Warte aus betrachtet ist der Widerspruch zwischen dem Kapitalismus und der Demokratie, erfordert er so viele als mögliche demokratische Wege einzuschlagen, die wir in der Lage sind, um in die sogenannte ökonomische Sphäre einzudringen. Und das bedeutet natürlich, darauf abzuzielen, das gesellschaftliche Leben in der größtmöglichen Weise von einer Marktabhängigkeit abzulösen. Das bedeutet letztlich für eine Entkommodifizierung, das heißt für eine Rückführung von zur Ware gewordenen Verhältnissen in so vielen Sphären des Lebens als möglich zu kämpfen und ihre gleichzeitig stattfindende Demokratisierung. Darüber hinaus bedeutet dies nicht nur, sie der direkten Kontrolle des Kapitals zu entwenden, sondern natürlich auch der sogenannten unpersönlichen Kontrolle der Marktzwänge, die alle menschlichen Bedürfnisse und Praxen den Anforderungen der Akkumulation und der Profitmaximierung unterordnen. It's one of the paradoxes of our time that every day governments everywhere are deliberately putting more and more of our lives out of democratic reach to be ruled by market imperatives. Markets have intruded even into social services that have previously been protected from them, as for instance, the National Health Service in the United Kingdom has increasingly been subjected to to market principles, which I regard as a capital crime. Never mind, but anyway. But first by New Labour and now by the coalition government. And of course, the consequence of increasing commodification has been not only to narrow the scope of democratic governance, but also to increase inequality and all the social ills that follow from it. And what we're seeing in the current crisis is governments in the EU in particular doing their best to strengthen the power of markets. What this means is that democratic power is being restricted even more than before. Not by depriving people of political rights, but by narrowing the scope of political agency. So when oppositional movements come out onto the streets or when people cast their votes against parties that support austerity programs, as they've been recently doing, or at least when they vote for parties of the left, what they're doing isn't just opting for or against this or that policy, but trying to widen the scope of democracy by recovering the power surrendered to the market. Almost.
Es ist eines der Paradoxa unserer Zeit, dass die Regierungen überall alltäglich und ganz gezielt zunehmende Bereiche unseres Lebens aus dem demokratischen Zugriff entfernen, damit sie von den Marktzwängen beherrscht werden. Die Märkte sind sogar eingedrungen in die sozialen Dienste, die früher eine Bastion waren ohne Marktbeherrschung, wie dies beispielsweise im National Health Service in Großbritannien stattgefunden hat, der zuerst von Regierung von New Labour und nun durch die neue Koalitionsregierung zunehmend den Marktprinzipien unterworfen wird, was ich im Übrigen betrachte als ein Kapitalverbrechen. Die Folge von zunehmender Kommodifizierung ist nicht nur gewesen, dass der Bereich demokratischer Regierungsfähigkeit zunehmend eingegrenzt wurde, sondern auch, dass Ungleichheit und alle sozialen Übel, die sich daraus ergeben, angewachsen ist. Aber das ist das, was wir auch in der gegenwärtigen Krise sehen, nämlich dass Regierungen und insbesondere die EU ihr Bestes tun, um die Kräfte des Marktes zu stärken. Was dieses bedeutet, dass die demokratische Macht zunehmend eingeschränkt wird, nicht indem Menschen ihrer politischen Rechte enthoben werden, sondern indem der Spielraum politischen Handelns eingegrenzt wird. Wenn also jetzt Widerstandsbewegungen auf die Straße gehen oder wenn Menschen für Stimmen oder gegen Parteien stimmen, die die Sparmaßnahmen unterstützen, wie sie dies vor kurzem getan haben, oder zumindest, wenn sie für Parteien der Linken stimmen, dann ist es nicht nur ein Ausdruck für diese oder gegen jene Politik, sondern auch muss auch als Versuch gelesen werden, den Bereich der Demokratie zu erweitern, indem die Macht, die dem Markt zugeordnet wurde und an ihn aufgegeben wurde, zunehmend wiederzuerlangen. So, our freedoms in a capitalist democracy, and let me emphasize this again, are limited, yes, limited, far more by the economic imperatives of the market than by the actions of the state, and markets are subject to no democratic accountability. So if democracy has to do with checks on arbitrary power, it requires at the very least that our liberties be protected by checking the power of the economy, just as we check the power of the state. It would be a major democratic advance, even if the principles of bourgeois democracy, its liberal rights and freedoms, were extended into the economic domain from which capitalism has excluded them. It would be good, for example, if what are now called social and economic rights were treated as no less basic entitlements than civic and political rights in a liberal democracy. But we should have no illusions about the possibility of compelling the market to operate according to principles other than its natural imperatives, however much we regulate it. Wherever the market prevails, so will the compulsions of profit maximization. So to extend rights and liberties into the economic sphere, into the economic spaces from which they're excluded, requires that the provision of certain basic goods and services is not dependent on the maximization of profit. And to extend democracy, in other words, requires decommodification. But, of course, a truly democratic economy in which power really did belong to the people would, by definition, mean the end of capitalism. Unsere Freiheiten in einer kapitalistischen Demokratie, und ich möchte dieses erneut betonen, sind sehr begrenzt, war wahrlich sehr begrenzt. Sehr viel mehr durch die ökonomischen Zwänge des Marktes als durch die Handlungen des Staates. Und die Märkte unterliegen keiner demokratischen Rechenschaftspflicht. Wenn die Demokratie darin besteht, der zufällig ausgeübten Macht und nicht kontrollierten Macht Grenzen entgegenzusetzen, dann erfordert dies als Minimum doch, dass unsere Freiheiten dadurch geschützt werden, indem die Macht der Ökonomie begrenzt wird, so wie wir auch die Macht des Staates begrenzen. Es wäre ein
grundlegender, ein großer demokratischer Fortschritt, wenn die Prinzipien der sogenannten bürgerlichen Demokratie ihre liberalen Rechte und Freiheiten in die ökonomische Sphäre ausgedehnt würden, aus denen der Kapitalismus sie ausgeschlossen hat. Es wäre beispielsweise gut, wenn wir das, was wir jetzt als soziale und ökonomische Rechte bezeichnen, nicht grundlegend als weniger wichtig angesehen würden, wie es die bürgerlichen und politischen Rechte in einer liberalen Demokratie sind. Aber wir sollten keine Illusionen über die Möglichkeiten hegen, den Markt jetzt dazu zu zwingen, zu drängen, nach Prinzipien zu agieren, die anders sind als seine natürlichen Zwänge, wie stark auch immer wir ihn in Anführungsstrichen zu regulieren versuchen. Wo immer auch der Markt herrscht, werden die Zwänge der Profitmaximierung herrschen. Um die Rechte und Freiheiten in den ökonomischen Raum auszudehnen, aus dem sie ausgeschlossen worden sind, ist es erforderlich, bestimmte grundlegende Dienste, Dienstleistungen und Güter zu verteilen auf eine Art und Weise, die nicht von der Maximierung des Profits abhängig ist. Um die Demokratie, um die Demokratie auszuweiten, ist die Entkommodifizierung, die Aufhebung des Zur-Ware-Werdens erforderlich. Aber eine wahrhaft demokratische Wirtschaft, in Anführungsstrichen, in der die Macht wirklich dem Volk, den Menschen gehören würde, würde per Definitionem das Ende des Kapitalismus bedeuten. Vielen Dank.